Ich war nie der wahrscheinlichste Kandidat. Wir haben ohne viel Geld und Unterstützung angefangen. Unsere Kampagne begann nicht in den Hallen von Washington, sondern in den Hinterhöfen von Des Moines, den Wohnzimmern von Concord und den Veranden von Charleston. In seiner Rede erzählte Präsident Obama die Geschichte der 106-jährigen Ann Nixon Cooper. Eine Generation nach der Sklaverei geboren, überstand sie Amerikas schwerste Zeiten, um jetzt die besten zu erleben. In diesem Jahr, zu dieser Wahl, hat sie ihren Finger auf einen Bildschirm gelegt und gewählt. Denn in 106 Jahren Amerika hat sie die besten Jahre und die dunkelsten Stunden erlebt. Sie weiß, Amerika kann sich ändern. Yes, we can. Obama hat ein Land aufgerüttelt, das durch Wirtschaft, Krieg und zerbrochene Träume zerrissen war. Die Menschen in diesem Land setzen all ihre Hoffnungen in die Erfüllung seiner Versprechen. Das ist unser Moment, um unser Volk wieder in Arbeit zu bringen und Türen für unsere Kinder zu öffnen, um den Wohlstand zurückzubringen und den Frieden zu sichern, um den amerikanischen Traum zu leben und die fundamentale Wahrheit zu bekräftigen, dass wir zwar viele, aber eine Einheit sind und dass wir hoffen, solange wir atmen. Und denen, die uns mit Misstrauen und Zweifel begegnen, die uns sagen, dass wir es nicht schaffen können, antworten wir mit dem Glauben, der den Geist eines Volkes spiegelt. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.